Woran denken Sie, wenn Sie an Paderborn denken? Wir denken an Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung, Innovation, Technologie, Sport, Kultur, kreative Köpfe, Unternehmergeist. Wir sind Ihr starker Partner am Standort. Wir begleiten Zukunft, Ihre Wirtschaftsförderung der Stadt Paderborn. Schönen guten Tag, mein Name ist Jürgen Janke von der Wirtschaftsförderung Paderborn. Ich bin zuständig für die Themen Digitalisierung, Innovation und E-Sport und spreche heute mit meiner Kollegin Heike Süß über ein neues Förderprogramm. Hallo Heike, stell dich doch einmal kurz vor. Hallo Jürgen, ja, ich bin Heike Süß, seit vielen Jahren Mitarbeiterin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und dort schwerpunktmäßig in den Bereichen Gründung und Wachstum unterwegs. Und zu diesen Themenbereichen gehört natürlich auch das ganze Feld der Fördermittel in der NRW. Es gibt ein neues Programm zum Thema Innovation und Digitalisierung. Kannst du uns da was zu erzählen? Ja, es gibt seit einigen Wochen das Programm Mittelstand innovativ und digital, das vor ungefähr 5-6 Wochen eröffnet wurde und in dem sogar jetzt schon, ich habe mal aktuell nachgeguckt, schon um die 50 Anträge bewilligt wurden. Das scheint also wirklich gut anzulaufen. Was ist denn das Besondere oder das Neue an diesem Programm? Ja, einige von Ihnen werden vielleicht das Programm Mittelstand innovativ noch kennen aus der Vergangenheit. Dieses Programm hat man genommen und ist neu konzipiert. Wesentliche Änderung ist, dass man diesen Innovationsbegriff, der dort mit enthalten ist, einfach nochmal stärker fokussiert hat. Man hat die Mittel aufgestockt, also die Einzelförderung pro Projekt ist deutlich aufgestockt worden. Es gibt mehr Geld für jedes Vorhaben. Das ist so der wesentliche Punkt. Die Antragstellung ist vereinfacht worden. In dem einen Baustein muss zum Beispiel das Geld, das das Unternehmen in die Hand nehmen muss, nicht mehr vorfinanziert werden, sondern man kann erst die Förderung abrufen. Also es sind so etliche Neuerungen, die eingeführt wurden, die sehr positiv sind aus meiner Sicht. In dem Umfeld wird öfter mal von Gutscheinen gesprochen. Wie muss ich mir einen solchen Gutschein vorstellen? Ja, also dieses Programm Mittelstand innovativ und digital ist in zwei Bereiche geteilt. Der eine Bereich ist der, den du gerade angesprochen hast, den der Gutscheine. Mit diesen Gutscheinen, davon gibt es drei Stück. Einer ist für das Thema Digitalisierung, einer für das Thema Analyse und einer für das Thema Innovation abzurufen. Diese drei Module, mit diesen drei Modulen holt man sich im Grunde Expertise von außen, in der Regel von Hochschulen, Forschungseinrichtungen in das Unternehmen, die kleine und mittelständische Unternehmen unterstützen sollen, um Innovationen voranzubringen. Und dabei, das ist eben auch dieser neue Innovationsbegriff, sind nicht die Innovationen für das Unternehmen selbst gedacht, sondern es sind im Grunde Innovationen angedacht, die über das Unternehmen hinaus relevant sind. Also es geht nicht darum, zum Beispiel im eigenen Betrieb das papierlose Büro einzuführen, sondern es geht wirklich um Vorhaben, die auch eine größere Tragweite haben. In dem Umfeld gibt es auch den MIT oder MID-Assistenten. Was ist genau damit gemeint? Ja, das ist jetzt die zweite Säule der Förderung. Mit diesem Fördermodul holen Sie sich, wenn Sie so einen Antrag stellen, wirklich neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ins Unternehmen. Und zwar sind diese Innovationsassistenten dazu da, dass sie im Grunde das Know-how, das an den Hochschulen entwickelt wird, relativ frühzeitig in das Unternehmen holen. Sie können also über diese Innovationsassistenten, Hochschulabsolventen einstellen und für diese 2 Jahre lang einen nicht unerheblichen Zuschuss zum Gehalt bekommen. Wichtig ist, dass diese Hochschulabsolventen maximal 2 Jahre zwischen Abschluss des Studiums und dem Eintritt in das Unternehmen haben. Wenn die zwischendurch an der Hochschule im wissenschaftlichen Bereich gearbeitet haben, würde sich diese Phase verlängern. Aber wenn Sie solche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter einstellen möchten, macht es Sinn, einfach vorher einen Antrag zu stellen, wenn die bei Ihnen im Haus an einem innovativen Projekt arbeiten sollen. Wie sind die Erfahrungen aus den letzten Jahren mit solchen Programmen? Ich sagte eben schon, es ist ein Nachfolgeprogramm. Die Erfahrungen, die wir als WFG gemacht haben mit dem Vorlauferprogramm, waren sehr positiv. Das ist ein sehr schlankes Antragsverfahren und dieses Verfahren ist nochmal vereinfacht worden. Die Antragstellung ist rein digital, online, über eine Plattform beim PTJ. Die Bewilligung geht auch relativ schnell vonstatten. Ist also wirklich aus unserer Sicht ein sehr gutes Modul. Die Änderung ist eben die, dass jetzt wirklich sehr innovative Vorhaben zum Tragen kommen. Früher war es so, man konnte zum Beispiel so einen Innovationsassistenten auch dazu einstellen, dass er Ihnen geholfen hat, einen Webshop bei Ihnen im Unternehmen zu
installieren. Solche Projekte werden jetzt nicht mehr über dieses Programm gefördert, weil das einfach für Sie als Unternehmen vielleicht einen innovativen Charakter hat, aber Webshops gibt es schon relativ lange, ist nichts Innovatives im klassischen Sinne. Wenn Sie solche Vorhaben haben, die wirklich für Sie auch Vereinfachung der Abläufe zum Ziel haben oder Ähnliches, dann gibt es ein Bundesprogramm, das nennt sich Go Digital, das dafür eigentlich ideal ist, dass man dann beantragen könnte. Also Go Digital ist mehr für den Einstieg und das Programm jetzt ist schon für das Aufsetzen auf eine bestehende Infrastruktur, die man heute schon so kaufen könnte. Genau, also Go Digital, da kann man am Markt bestehende Module mit installieren im eigenen Unternehmen. Bei diesem neuen Programm geht es wirklich darum, neue Lösungen zu entwickeln, neue Produkte, neue Dienstleistungen, die wirklich auch noch einen höheren innovativen Anspruch haben. Ja, das ist so der wesentliche Unterschied. Du hast ja in deiner Arbeit sehr viel Überblick über verschiedenste Förderprogramme. Du hast eben schon gesagt, es ist relativ einfach online abschließbar, aber ist es im Vergleich zu anderen Förderprogrammen wirklich weniger kompliziert oder sehr einfach? Also den Eindruck haben wir schon, dass das so war. Wir haben in der Vergangenheit auch etliche Unternehmen begleitet, die bei Mittelstand innovativ Anträge gestellt haben. Und da waren unsere Erfahrungen sehr gut. Also es war ein wirklich schlankes Verfahren, das schnell entschieden wird und die Förderung wurde auch zeitnah ausgezahlt. Die Förderung, vielleicht kann ich dazu noch ein paar Sachen sagen, wie so das Volumen der Förderung ist. Bei den Gutscheinen haben wir ja die drei verschiedenen Bausteine, die eine Förderung von zwischen 30% und 80% vorsehen der Beratungskosten, die man beauftragt. Die Höhe der Förderung ist davon abhängig, wie groß das Unternehmen ist. Sie ist davon abhängig, aber auch in welchem Teil des Programmes man den Antrag stellt. Und ganz wichtig, bei zwei dieser Gutscheine ist es so, dass wenn Sie in diesem Jahr noch Anträge stellen, eine deutlich höhere Förderung bekommen. Von daher macht es Sinn, sich jetzt mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Bei den Innovationsassistenten ist es so, dass dort auch unterschieden wird, wie groß ist das Unternehmen und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit akademischem Abschluss haben Sie schon im Unternehmen. Das Programm, also beide Programmteile sind nur für kleine und mittelständische Unternehmen relevant. Und bei den Innovationsassistenten ist es so, dass nur Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern dort einen Antrag stellen können. Da wird auf Vollzeitäquivalente umgerechnet. Und wenn Sie weniger als 50 Mitarbeitende haben und unter 5 Akademikerinnen oder Akademikern, dann können Sie dort einen Antrag stellen. Wenn Sie mindestens einen Akademiker haben, ist die Förderung ein bisschen niedriger, es sind 30.000 Euro. Wenn Sie noch gar keine Akademiker im Unternehmen haben, ist die Förderung bis zu 45.000 und diese Beträge splitten sich über 2 Jahre. Diejenigen, die Inhaber, Geschäftsführer des Unternehmens sind, zählen bei dieser Mitarbeiterzahlberechnung nicht mit. Das ist ein echter Vorteil. Wichtig bei allen Programmen wie bei allen Förderprogrammen ist einfach, dass Sie, bevor Sie Fakten schaffen, also bevor Sie zum Beispiel ein Unternehmen beauftragen oder eine Forschungseinrichtung beauftragen, für Sie tätig zu werden oder bevor Sie einen Arbeitsvertrag schließen, dass Sie vorher einen Antrag auf die Förderung gestellt haben und dieser auch bewilligt wurde. Sonst ist es förderschädlich, dann ist der Zug abgefahren. Ich danke dir, Heike. Gerne. Vielmals für die ganze Information. Heike Süß und natürlich auch wir alle anderen Kollegen der Wirtschaftsförderung Paderborn stehen natürlich für Ihre Fragen jederzeit zur Verfügung. Also wenn irgendwas offen ist, melden Sie sich gerne bei uns. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie das Video geschaut haben und bis zum nächsten Mal. Woran denken Sie, wenn Sie an Paderborn denken? Wir denken an Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung, Innovation, Technologie, Sport, Kultur, kreative Köpfe, Unternehmergeist. Wir sind Ihr starker Partner am Standort. Wir begleiten Zukunft, Ihre Wirtschaftsförderung der Stadt Paderborn.